Freue nichts, Radio Hochstift hier mit Tim Donsbach. Noch dreimal schlafen, dann ist endlich Weihnachten. Bei den meisten Menschen im Hochstift ist die Vorfreude natürlich schon riesig. Auch bei uns in der Radio Hochstift Redaktion. Deshalb spielen wir schon seit Wochen die schönsten Weihnachtslieder. Weihnachtsmusik braucht aber nicht unbedingt Glöckchengeklingel und Rentiergetrappe. Das finden zumindest die beiden Paderborner Rapper iDref und Freaky Flav. Die beiden haben nämlich ein Hip-Hop-Weihnachtslied geschrieben. Und das nicht ganz uneigennützig, sagt iDref. Wir haben da versucht, ein bisschen Gesang reinzubringen, dass sich auch andere Leute mal ein Bild von dieser Rap-Lage machen können. Weil die meisten denken ja, es gibt nur diesen Straßenrap wie Bushido zum Beispiel und wir machen genau das Gegenteil davon. Und da kann es dann auch ruhig mal um Gefühlsthema wie Weihnachten gehen. Für Freaky Flav ist das ohnehin die schönste Zeit des Jahres und zwar aus gutem Grund. Die Menschen sind insgesamt herzlicher, habe ich das Gefühl. Und einfach diese ganze Atmosphäre, diese weihnachtliche Stimmung mit den Lichtern und so. Und es wird zwar kalt draußen, aber ums Herz wird es einem warm so. Und das ist halt so der Grundgedanke auch von dem Song. Und wie der klingt, der Song, das hören Sie jetzt Weihnachten von den Paderborner Rappern iDref und Freaky Flav bei Radio Hochstift. Wieder zusammen zum Familienessen. So was entsteht, wenn die Liebe sich zeigt. Alle verstehen sich einmal im Jahr, ist die ganze Familie vereint. Ich mag es immer, wenn ich die Menschen lachen sehe und sie ein Herz haben, statt nur in ihnen Hass zu sehen. Oder wenn sich Kinder über die Geschenke freuen. Ich denke an früher, wenn ich von diesen Momenten träume. Die Zeit war cool und zu ihr schaue ich noch lange auf. Die Sachen auf der Liste waren immer unterm Tannenbaum. Wir bekamen fast alles, aber nichts in Arsch gesteckt. Ich erinnere mich an Weihnachtsmann und wusste, er war nicht echt. Meine Eltern haben sich auf übelst gestritten. Trotzdem wollten sie uns schöne Gefühle vermitteln. Man wird älter, es wird nicht immer so bleiben. Doch die Erinnerungen bleiben, sowas sollte man den Kindern nie zeigen. Was ist Weihnachten für dich? Was heißt Weihnachten für mich? Was ist Weihnachten für dich? Was heißt Weihnachten für dich? Was ist Weihnachten für mich? Was heißt Weihnachten für dich? Was ist Weihnachten für mich? Was heißt Weihnachten für mich? Mit dem ersten Advent beginnt es wieder. Das Fest der Liebe und es scheint, als wenn diese dann in Teile der Städte fielen. Grimmige Leute sind netter, Lügner sind ehrlicher. Die Atmosphäre wird wärmer, auch Kartoffeln sind herzlicher. Zwischenmenschlich ist es die wärmste Zeit des Jahres und von den Kindern wird der Weihnachtsmann schon heiß erwartet. Überall Schneemänner, in allen Fenstern Lichterketten. Kinder, die Schneeballschlachten machen oder auf Schlitten Action. In den Innenstädten siehst du die Menschen laufen, überall Hektik. Weihnachtsessen, Geschenke kaufen, im TV noch wieder der Spot mit den Coca-Cola-Trucks. Weihnachtsmärkte, überall Lichter, ich geh auf sowas ab. Nicht nur für mich, für viele ist es die schönste Zeit. Doch ich bin mir drüber im Klaren, dass sie uns nur so schön erscheint. Trotz der Weihnachtszeit gibt es viele leidende Seelen. Nur diese werden in Weihnachtssongs nicht einmal erwähnt. Wie viele Obdachlose auch in dieser Zeit rumbetteln. So vielen von uns bleiben nur unerfüllte Wunschzettel. Also sei froh darüber, wenn du siehst, was du hast. Frohe Weihnachten, Merry Christmas, Feliz Navidad. Weihnachtsmusik mal anders. Das war Weihnachten von Freaky Flav und iDref aus Paderborn hier bei Radio Hochstift. Nähere Infos zu den beiden Rappern gibt's im Internet unter ef-movement.de. Und wenn Ihnen das Lied gefallen hat, Heiligabend, können Sie das kostenlos auf der Homepage der Jungs runterladen, als kleines Weihnachtsgeschenk sozusagen, unter ef-movement.de.